Die Kupplung unseres CVT-Triebs ist mit dem Wandler fest verbunden. Die ganze Einheit steckt lose auf der Scheibenwelle und wird über Lager vorn und hinten geführt. Der Antrieb dieser Wandlereinheit geschieht über den Keilriemen direkt von der Kurbelwelle der Variomatik aus. Wenn auf der Kupplung keine Kupplungsglocke montiert ist, wird beim Hochdrehen des Motors nichts weiter bewegt als die ganze Wandlereinheit. Ab einer Drehzahl von etwa 1500 Umdrehungen beginnen die Kupplungsbacken nach außen zu wandern. Das geschieht durch die Fliehkraft entgegen der Federzugwirkung, die die Kupplungsbacken in der Nullstellung halten. In dem Augenblick, wo die Kupplungsbacken die Kupplungsglocke berühren, dreht sich nicht nur die Wandlereinheit, sondern mit der Wandlereinheit auch die Kupplungsglocke. Die Kupplungsglocke mit ihrer Verzahnung ist fest mit der Scheibenwelle verbunden. Wenn sich die Kupplungsglocke dreht, dreht sich auch die Scheibenwelle und mit ihr über das Zwischengelege das Hinterrad. Das heißt, das Hinterrad wird erst in Bewegung gesetzt, wenn die Kupplungsglocke sich dreht. Entscheidend für einen guten Kraftschluss zwischen der Kupplung und der Kupplungsglocke sind die Kupplungsbeläge und die Qualität der Kupplungsglocke. Hier ist entscheidend, dass sie exakt rund ist, dass sie sich nicht verwirft und dass die Beläge einen guten Grip auf der Innenseite der Kupplungsglocke finden. Bei dieser Kupplungsglocke handelt es sich um ein Original Yamaha-Teil, also Minarelli. Wir sehen einen Stahlkörper, der zusätzlich von einem Blechkranz verstärkt wird. Dieser ist aufgeschweißt worden. Die Kupplungsglocke ist für eine Leistung konzipiert, die der Serienmotor abgibt. Auch bei dem Serienmotor kann es dazu führen, dass aufgrund eines schlechten Kraftschlusses zwischen den Belägen und der Kupplungsglocke es zu einer Überhitzung der Glocke kommen kann. Dann wird sich diese Kupplungsglocke verwerfen. Erkennbar ist schon ein bläulicher Schimmer. Dann ist die Kupplungsglocke schon mal richtig ausgeglüht. Anschließend wird die Kupplung rupfen, das heißt, sie setzt ruckweise das Fahrzeug in Betrieb. Das ist ein sehr unangenehmes Fahrverhalten und es empfiehlt sich spätestens dann, die Kupplungsglocke auszutauschen. Entweder gegen ein vergleichbares Bauteil, also ein Ersatzteil in vergleichbarer Qualität, oder eine verbesserte Kupplungsglocke, eine Sportglocke oder im Extremfall, wenn der Motor sehr leistungsstark ist, eine Racingglocke. Passend zu dieser Kupplungsglocke sollte auch immer die Kupplung sein. Das heißt, eine Sportglocke, passend dazu die Sportkupplung. Eine Racingglocke, dazu passend eine Racingkupplung. Es gibt dann Überschneidungen, das ist sicherlich auch richtig. Es empfiehlt sich nicht, eine Serienkupplungsglocke mit einer Rennkupplung zu verwenden, weil diese beiden Teile überhaupt nicht harmonieren. Es kommt zwar zum Kraftschluss, aber aufgrund der viel zu kleinen Lüftungsöffnungen wird eine Rennkupplung für einen Rennmotor verbrennen, weil sie viel zu wenig Kühlluft hat. Um den Kraftschluss optimal zu gestalten, haben eine Reihe von Herstellern entsprechende Kupplungsglocken entwickelt. So gibt es für den normalen Standardbereich, für den Sportbereich oder den Racingbereich qualitativ unterschiedliche Kupplungsglocken, die genau diesen Punkt des Kraftschlusses helfen, optimal zu gestalten. RMS hat eine Kupplungsglocke entwickelt, die ähnlich wie die Wingbell von Malossi mit einem aufgesetzten Kragen versehen ist. Die Kupplungsglocke an sich besteht aus einem Stahlkörper, der einen aufgeschrumpften Aluminiumrahmen hat, der aus einem kühlrippenähnlichen Gebilde besteht. Der Zweck ist, der Kupplungsglocke außen einen zusätzlichen Halt zu verleihen, damit eine Verformung nicht stattfindet und obendrein über den vergrößerten Kühlkörper Temperatur nach außen an die Kühlluft abzugeben. Für den Einsteigerzweck im Bereich der Sportzylinder 50 oder 70 Kubikzentimeter ist es sicherlich eine optimale Alternative zu der serienmäßig verbauten Kupplungsglocke. Da hier ein sagenhaft gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besteht, kann diese Race-Kupplungsglocke von RMS durchaus als Ersatzkupplungsglocke für die ganz normale Standardkupplungsglocke verwendet werden. Man hat dann allemal eine deutlich bessere Kupplungsglocke und einen spürbar besseren Kraftschluss. PM Tuning aus England, dahinter verbirgt sich die Fantasie von Paul Melici, hat eine ähnliche Kupplungsglocke entwickelt. Die X-Tec besteht aus einem Stahlkörper, der hier schwarz lackiert ist, mit dem entsprechenden Label von Paul Melici, PM Tuning, und einem aufgeschrumpften Aluminium-Kühlkörper, der gleichfalls wie die RMS-Kupplungsglocke hier zur Versteifung des Körpers, aber auch zur verbesserten Kühlung der Glocke dient. Die schöne Farbkombination von Schwarz und Gold und für diejenigen, die mit einem Vario-Deckel fahren, der entsprechende Öffnungen im Bereich der Kupplungsglocke hat, sicherlich ein Hingucker. Eine ganz besondere Kupplungsglocke bietet PM Tuning mit der Pro Street an. Sie ist erhältlich für Piaggio 2- und 4-Takt Maxi-Modelle. Diese Kupplungsglocke besteht auch aus einem Stahlkörper,
gleichfalls mit einem sehr schön geschliffenen, aufgesetzten Aluminiumrahmen, der gleichzeitig versteift und eine Kühlwirkung hat. Die großen Öffnungen in der Front dienen neben der Gewichtsersparnis natürlich der Lüftung der Glocke. Nur durch diese eindringende Kühlluft ist sichergestellt, dass die Kupplung nicht überhitzt. Insbesondere bei sehr stark leistungsgesteigerten Motoren ist dies dringend erforderlich, damit ein Verbrennen der Kupplungsbeläge möglichst vermieden wird. Diese Kupplungsglocke kann sehr schön in Verbindung mit den entsprechenden Kupplungen der Hersteller Malossi und Pollini verwendet werden und ergibt hier einen sehr harmonischen Kraftschluss und einen deutlich definierten Kupplungspunkt. Die Pro Street bietet zusätzlich den Vorteil, dass sie nur 718 Gramm wiegt. Das bedeutet, sie ist 300 Gramm leichter als die Originalkupplungsglocke. Dies hört sich nicht so wahnsinnig viel an, wenn man aber bedenkt, dass diese Glocke mit einer Drehzahl von mehreren tausend Umdrehungen in der Minute bewegt wird, ist doch die zu beschleunigende Masse mit 300 Gramm nicht zu unterschätzen. Um die Belastung des Lagers gering zu halten und einen möglichst gleichmäßigen Lauf zu gewährleisten, ist die Kupplungsglocke auch fein gewuchtet. Man sieht es hier an der Buchtbohrung. Alternativ zu der Kupplungsglocke von PM Tuning aus England gibt es für diverse Maxi-Modelle entsprechende Kupplungsglocken von Malossi. Diese Kupplungsglocke besteht aus einem Stück geschmiedeten Stahl, das, wie auf der Rückseite zu erkennen ist, an der Außenseite doppelt gelappt wurde. Das heißt, ein überstehender Bereich des Stahlkörpers wurde umgelegt und entsprechend aufgeschmiedet. Hier an der Lauffläche der Kupplungsglocke keinerlei Schweißpunkte nötig waren, um einen entsprechenden Kragen aufzusetzen. Schweißpunkte haben immer das Problem, dass sie dort ein Verziehen des Materials bedingen, wodurch die Kupplungsglocke Einbußen in ihrem gleichmäßigen Lauf hat. Zusätzlich ist diese Kupplungsglocke gewuchtet, wie die drei Wuchtbohrungen es zeigen, und verfügt über entsprechende Öffnungen in ihrer Front, um der Kupplung ausreichende Kühlluft zuzuführen. Die Kupplungsglocke ist verwendbar für Standard- und entsprechende Tuning-Kupplungen. Für die 50 Kubikzentimeter Roller bietet Malossi die Wingbell an. Sie verfügt über einen Stahlkörper und einen aufgesetzten Aluminiumring, in den Kühlrippen eingefräst sind, um der Glocke ähnlich wie bei RMS und bei PM-Tuning ausreichend Stabilität zu verleihen und obendrein eine Vergrößerung der Oberfläche herbeizuführen, die zur Kühlung der Kupplungsfläche dient. Im Gegensatz zu den aus Fernost stammenden Kupplungsglocken, die sicherlich in ihrer Qualität auch durchaus ansprechend verwendbar sind, verfügt die Malossi Kupplungsglocke über eine Feinwuchtung an der entsprechenden Wuchtbohrung im Innenbereich zu erkennen. Dies bietet den Vorteil, dass die Kupplung einen besonders gleichmäßigen Lauf hat und die Belastung des innenliegenden Lagers bei sehr hoch drehenden Motoren durch diese Feinwuchtung nur sehr geringfügig ist. Alle diese Kupplungsglocken von Malossi werden in Italien produziert. Für Hochleistungsmotoren im Mid-Race- und High-End-Bereich, die extrem hohe Drehzahlen erreichen, empfiehlt es sich, Kupplungsglocken zu verwenden, die extrem hochwertig sind. Es handelt sich um die Kupplungsglocke von Malossi, die Wingbell MHR und die Kupplungsglocke von Pollini, Evolution Bell 2. Beide Kupplungsglocken werden aus einem Stück spezial vergüteten Stahl gefertigt. Es handelt sich hier um eine Legierung aus Nickel-Chrom-Molybdän. Dieser Stahl weist extreme Festigkeiten, geringen Abrieb und Korrosionsfreiheit aus. Bei keiner dieser Kupplungsglocken werden Schweißungen vorgenommen, was zu einem ungleichmäßigeren Lauf führen würde, da sich das Material dann verwirft. Die Kupplungsglocken sind geeignet und fein gewuchtet für Drehzahlen über 20.000 Umdrehungen. Das Gewicht beider Kupplungsglocken liegt deutlich unter dem Gewicht einer Wingbell, etwa 10%. Dies macht bei hohen Drehzahlen eine enorme Fliehkraft aus, die hier eingespart worden ist. Deswegen wird die Leistung des Motors, die hier nicht für die Beschleunigung der Kupplungsglocke verwendet wird, direkt ans Hinterrad weitergegeben. Beide Glocken verfügen über extrem große Lüftungsöffnungen, um den Kupplungen entsprechende Kühlluft zuführen zu können. Die in die Seiten der Kupplungsglocken eingebrachten Längsrillen sorgen für eine entsprechend vergrößerte Oberfläche und bewirken somit eine deutlich verbesserte Kühlung der Kupplungsglocke. Zusätzlich verfügt die Malossi MHR-Kupplungsglocke über entsprechende Bohrungen. Durch diese Bohrung kann eine einstellbare Kupplung entsprechend nachjustiert werden, ohne dass die Kupplungsglocke entfernt werden muss. Sowohl die Kupplungsglocke von Malossi als auch die von Pollini werden in Italien hergestellt. Es handelt sich hier keinesfalls um Fernostprodukte.
Man darf eine lange Lebensdauer erwarten, da der spezielle Stahl eine extreme Härte an der Oberfläche aufweist. Beide Kupplungsglocken sind sicherlich optimal in Verbindung mit den entsprechenden Kupplungen wie Delta Clutch oder Polini Evolution 2G Evo. Polini bietet obendrein für einige Maxi-Motorroller eine qualitativ vergleichbare Kupplungsglocke wie die für den 50 Kubikzentimetern Bereich an. Sie wird aus einem Stück Spezialstahl hergestellt. Es handelt sich hier um eine Legierung aus Chrom, Nickel, Molybdän. Sie hat eine extrem harte Oberfläche und ist obendrein nicht rostend. Die Evolution Bell von Polini ist im Maxi-Bereich einsetzbar, entweder für die Serienkupplung oder eine Sportkupplung. Sie bietet einen gleichmäßigen Lauf und aufgrund ihrer Bauart ist ihr jegliches Kupplungsrupfen fremd. Auch hier sind in den Flanken entsprechende Längsrillen eingebracht, um die Oberfläche zu vergrößern und eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Die großen Öffnungen in der Front sichern eine ausreichende Kühlung der Kupplung. Für leistungsgesteigerte Motoren ist diese Kupplungsglocke sicherlich das Premium-Produkt im Markt für den Maxi-Bereich. Welche Kupplungsglocke jetzt jeweils geeignet ist für den entsprechenden Motor, kommt natürlich darauf an, ob der Motor sich im Serienzustand, im leistungsgesteigerten oder im Rennzustand befindet. In jedem Falle wird eine Kupplungsglocke, die für das entsprechende Leistungsniveau geeignet ist, in Verbindung mit der Serienkupplung, mit einer Sportkupplung oder einer Rennkupplung einen optimalen Kraftschluss bieten. Es ist jeweils bei der Montage darauf zu achten, dass die Lauffläche der Kupplung und die Lauffläche der Kupplungsglocke fettfrei montiert werden. Gegebenenfalls ist entsprechend mit einem ganz feinen Schmirgelpapier die Oberfläche der Kupplung anzurauen und die Innenseite der Kupplungsglocke leicht anzuschleifen. Mit Bremsenreiniger wird der letzte Fettbelag entfernt. Nur dann wird eine Kupplungsglocke in Verbindung mit ihrer Kupplung einen ganz klar definierten Griffpunkt haben. Es ist bei der Montage der Kupplungsglocke darauf zu achten, dass geeignetes Werkzeug verwendet wird. In jedem Falle ist die Mutter der Kupplungsglocke mit einem Drehmomentschlüssel festzuziehen, damit ein Lösen dieser Mutter vermieden wird. Einen Tropfen Loctite nicht vergessen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß bei der Montage und dem späteren Einsatz der Kupplungsglocke.